Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Dienstag. Und wir sind fleißig zugange, ne? Das Vermehrungsgras jetzt hier, ne, runterzuholen. Und mir ist natürlich, wo ich jetzt gerade angefangen habe, ne? Mir ist natürlich jetzt auch bewusst, dass ich hier den Scheiß auch alle selber einfahren muss, ne? Ja, ich weiß. Aber wenn ich jetzt hier einen Helfer ansetze, dann stehe ich jetzt wieder nur am Hoch rum und habe nichts zu tun. Also würde ich auch sagen, man kann jetzt genauso gut auch einfahren, ne? Beziehungsweise rechnen wir das einmal ab und dann werden wir jetzt vielleicht jetzt nicht mehr an diesen Ingame-Tag, sag ich mal, einfahren. Vielleicht, ne, gehen wir dann auch erst noch eine Runde mützeln und dann holen wir das hier vom Feld, ne? So, kriegen wir da hier vielleicht eine Bahn? Könnte gehen, ne? Ja. Also falls es aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen an meinem Licht hier noch gebastelt. Ich habe jetzt über mir jetzt noch eine Leuchte und hinter meinem anderen Monitor auch noch eine Leuchte. Also sind sogar auch, ne, dieselben, damit ich die gleiche Lichtfarbe habe, weil sonst kommt die Kamera nachher ganz durcheinander. Also wenn ich mir das so angucke, manche Momente, wenn ich jetzt auf den Monitor jetzt gucke, ist, weiß, eigentlich ein schrottiger Monitor, sieht es ein bisschen zu hell aus, wenigstens im oberen Bereich, sieht es ein bisschen hell aus. Wenn ich aber jetzt mal hier, kann ich das hier? Nee, warte, wir müssen immer einmal gleich drehen. Wenn es denn geht. So. Nicht so ganz, ne? So. Wenn ich jetzt noch dahin schalte, ne? Nein, das war falsch. Also, es geht, würde ich sagen, ne? Es geht. Also, die Kamera braucht echt Licht. Nur ich sehe es echt nicht ein, zum Beispiel von Elgato die Lichtspots zu kaufen, die hunderte von Euro kosten. Ich sage ja, ich puppel mir das mit meinen 5 Euro Leuchten von mir aus. Ich meine, viel mehr haben die nicht gekostet. Puppel ich mir das so zurecht, dass es, ne, ungefähr passt. Aber es ist vielleicht auch nicht so ganz final. Was natürlich eben der Nachteil ist, diese Lampen kannst du ja nicht steuern. Das heißt, die sind an oder aus, ne? Das ist natürlich eben vielleicht nur so ein kleiner Manko, ja. Was ich aber jetzt auch noch machen kann, ist, ich kann ja in den Einstellungen, ne, die Helligkeit ja auch noch, sag ich mal, oder meine Helligkeit von der Kamera, die kann ich ja noch ein bisschen weiter runterdrehen. Das habe ich auch schon probiert, das habe ich schon mal so ein bisschen hin und her gestellt. Ich habe es aber jetzt mal so erstmal für gut gefunden. Bin jetzt auch noch mal gespannt, wie es denn nachher wirklich aussieht, wenn es auf YouTube ist. Weil wenn es da natürlich nachher jetzt auch noch verwurstet wurde, dann sieht das nachher auch wieder ein bisschen anders aus. Das ist, ja,
Wäre natürlich jetzt am geilsten, wenn man... Scheiße! Ich wollte eins drücken, nicht Q. Mann! Nee. Oh Mann! So. Völlig durcheinander jetzt hier. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wenn man natürlich jetzt, oder schön wäre es natürlich, wenn man natürlich die Nvidia-Grafikkarte hätte, ne? Eine aus der 4000er-Reihe. Das wäre natürlich jetzt so ein Highlight, ne? Da könntest du schön mit AV1 aufnehmen. Winzige Dateigrößen und hier, ne, kannst die Sahne-Qualität einstellen. Und dann hätte man nachher auch auf YouTube bessere Qualität. Dann würde es da natürlich auch besser aussehen, ne? Also, ich kriege leider nicht mehr Qualität raus. Weil es, schafft das System halt nicht mehr. Wenn ich jetzt noch versuche, da die Qualität ein bisschen höher zu drehen, dann bin ich an der Grenze sozusagen. Aber vielleicht habe ich ja, ne, Glück. Ich hab's aber auch schon wieder, ne? Ich wollte ihn eigentlich nur anheben, aber egal. Machen wir das hier zuerst? Denke schon, ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd jetzt gleich zu drehen, aber naja. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, wo war es letztendlich. War es in der Südhermann-Folge, war das, glaube ich. Habe ich nämlich jetzt gestern, glaube ich, ja, gestern war das, einen Kommentar gesehen. Danke dafür. Also, als du hier natürlich jetzt auch die Marschbomben guckst, ne? Ich hatte ja da mal von erzählt, wegen dem, ne, egal, vom Stream Deck. Ich meine, das ist ein geiles Teil, wirklich. Es ist wirklich das, was auch irgendwann hier zu meinem Setup dazukommt. Auf jeden Fall. Weil ich sehe, ich habe das ja getestet. Ich habe das ja mit diesen ich will nicht sagen No-Name, aber ich habe es probiert mit, ne, anderen Geräten, aber es funktioniert damit nicht. So, jetzt stehe ich jetzt nicht so doof, dass ich natürlich jetzt nicht auf den LKW komme, ne? Leider müssen wir das mal eben über die Karte machen, ne? Dann ist das eben so. Einsteigen. Ich weiß, ich habe jetzt hier den Kurs alles drin gehabt. Ich musste aber leider gerade eben den LKW eben vom Eingang wegfahren, damit ich hier reinkomme. Darum war der jetzt nicht mehr aktiviert. So.
Aber das war echt hier auch schön zu lesen, weil er sagte auch, er benutzt das auch und er ist hellauf begeistert von dem Elgato. Also sehr, ich habe ja auch schon viele Videos oder so einigermaßen viele Videos davon gesehen, wie das funktioniert. Also ich bin da auch, glaube ich, von überzeugt. Kostet einen Haufen Geld, ne? Also für mich ist es wirklich ein Haufen Geld. Oder finde ich. Und ja. Es wird irgendwann soweit sein, denn hier werde ich das ja auch einbinden können. Und es ist ja nun mal leider so. Ich mag das hier gerne. Ne, das Videos aufnehmen und ne, dass Leute sich das hier sehr gerne angucken. Aber es kommt ja nichts rein. Also ich verdiene ja kein Geld. Das ist ja auch noch etwas, was man dann wiederum auch noch wieder berücksichtigen muss. Oder sollte. Weil wenn ich mir irgendwas Neues dazu kaufen möchte, ja, muss das eben aus, hört sich jetzt doof an, ne? Aber dann muss ich das ja irgendwie aus meiner Tasche bezahlen. Aber habe jetzt ja hierdurch kein Einkommen. Mag jetzt der eine oder andere jetzt sagen, dann mach doch, wenn das soweit ist, Gewerbe draus. Nein. Diesen Schuh will ich mir nicht anziehen. Da habe ich diese Papierkram-Scheiße mit Steuern und hast du nicht gesehen? Ne. Da bin ich auch gar nicht der Typ für, dass ich diese Scheiße hier, entschuldige den Ausdruck, aber dass ich da, nee. Also ich sage ja Hut ab, der sich da mit auskennt und diese Steuergeschichten da, ne, alles machen kann. Darum die Leute, die das als Nebengewerbe laufen lassen oder vielleicht sogar auch als Hauptgewerbe machen. Also will ich hier, ne, ich zieh meinen Hut. Nee, also ich nicht. Das ist hier absolut nicht mein Metier. Ich meine, klar, könnte man jetzt auch sagen, wieso, kannst du ja alles lernen, ist ja jetzt nicht das Problem. Ja, ist ja auch völlig richtig. Aber ich will mal so sagen, wenn man auf irgendwas nicht so wirklich Bock hat, ist es, glaube ich, dann noch schwieriger, glaube ich, das zu lernen. Und wenn ich mir das so überlege, ich habe durch einen meiner früheren Arbeitgeber, könnte man auch sagen, habe ich gesehen, was ein Berg an Papieren da vor einem liegt, Rechnungen, weil das war jetzt damals ja im Handwerksbetrieb, aber hier bis hier ganz Steuerscheiß hier, ich habe das gesehen, da hat ihn damals sein alter Herr damals noch unter der Arme gegriffen. Und was die da an Papierkram durchgegangen sind, damit das ja, weiß ich, alle 3 Monate musste irgendwie hier Steuervorbescheid, irgendwie so eine Kacke hier, haben die dann wirklich alle 3 Monate gemacht, dass, und den ganzen Papierkram musste dann alles durchgehen. Oh, ich würde wahnsinnig werden. Ich sehe diesen Papierkram-Scheiß, nee, das ist nicht, absolut nicht meins. Oh, nee. Ich meine, auch wenn es da kleine Helfer geben würde, aber wenn du dir jetzt einen Steuerberater dafür auch noch anlasst, dann lohnt sich das im Endeffekt gar nicht mehr, ne, damit Geld zu verdienen, weil dann schiebst du das Geld im Endeffekt ja nur einen weiter und haben tust du das auch von auch nichts. Also jetzt in meinem Fall her, also, ne, ich rede jetzt nur von mir. Für andere natürlich ist es, die mehr
Reichweite haben natürlich was anderes, aber naja. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder fertig mit der Folge. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute und machen gerne morgen, oder? Und ja, wenn ihr Bock habt, gerne morgen wieder reingucken. Ne? Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.